Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Und ja, wir sind hier wieder hier und ich weiß jetzt, dass es was die Dinge hier sind, weil ich nachgeschaut habe. Ja, ich bin schwächt. In Vivitarium, Intervigilium und Viator sollten es sein. Ich habe gerade vor irgendwas falsch gehabt. Vividarium et Intervigilium et Viator. Der Bote, der im Garten schläft. Ja, ist klar. So heißt das Bild. Und das Bild verändert sich auf einmal. Und mystische graue Gaswolke auf Doom, die hier einfach so ist. Ja. Und da kommt der Endgegner raus. Der nächste, da ist er schon. Ihr seht ihn, den riesengroßen da hinten. Ich könnte jetzt einfach sagen, deck mich am Arsch und einfach wieder weg, abhauen, aber das will ich nicht. Ich will den Typen bekämpfen. Hallo, du, huse dem, der es wagt, das Siegel zu brechen. Ja, stirb, Typ B. Und ich hole mir, wenn ich den besiege, was hole ich mir zurück? Ein Draw kann eigentlich noch warten. Ich hole mir die Multis zurück. Damit ich mit der Multi drauf losmulti. Und ja, ich habe alle geheilt. Draußen haben die eh gesehen im letzten Part. Wir haben Zelt benutzt. Und der Typ macht irgendwas. Ah nein, ich hol mir das Wiederbeleben zurück. Was soll das denn? Ich baller mal auf das los. Ich greife mit Rinoa mal und mit Armin das kleine Ding da an. Und mit Squall kommt. Ah, so schnell geht das. Das war's mit dem kleinen Ding. Gehen wir auf den großen los. Ruft jetzt schon wieder einen? Hat er nichts Besseres zu tun mit seiner Zeit? Was macht er keine? Boah, macht der Schaden, ey! Ich bin überrascht! Nicht! Aber verdammt, ich habe keinen Auslöser gedrückt. Man stirbt. Ich kann zwar wieder heilen mit Rinoa, aber ich hole mir als nächstes, hole ich mir die Wiederbelebung zurück, dass ich wiederbeleben kann. Weil was bringt mir, ich kann es wohl nicht schwach werden lassen, wenn ich keine Möglichkeit habe, ihn wiederzubeleben. Das heißt, das Item am Anfang hat mir, naja, ich habe gegen den Stahlgigant überleben können. Aber ich hätte anders gegen den Stahlgigant überleben können. Wenn ich gewusst hätte, dass der gegen Angriff immun ist, und wenn ich das hier mit der kann die Mega-Pulskanone des Firing Laser, nein. Das hatte ich letztens schon bei Clock Tower. Und ja, stellt nicht wirklich ein Problem dar, denke ich. Meine Charaktere haben eh alle 9999 Energie. Also, und heilen kann ich auch jederzeit mit Renoir alle voll. Einen immer voll. Das heißt, Problem? Nö. Ich denke, nö, noch nicht. Ich habe zwar die... Ich hätte den Rohr auch... Ja, ich glaube, ich werde auch statt... Nee, ich brauche keine GFs. GFs sind lame. Mit lame meine ich, sie verbrauchen viel zu viel meiner Videozeit. Aber ich werde sie trotzdem bald holen und werde die nächste Mal Doom Crane einsetzen. Und Kack, habe ich Kack da schon gezeigt? Glaube ich auch nicht, aber ich denke, ich werde die demnächst einmal einsetzen. Die werde ich mir jetzt fort. Es gibt noch genug. Ich muss mir nur, bevor ich zu Diamant gehe, Droh holen. Als nächstes hole ich mir mal das Wiederbeleben zurück. Da. Speichern ist unwichtig. Das hole ich mir als letztes von Diamant dann. Ich hole mir zuerst das Wiederbeleben und dann hole ich mir das Limit Break zurück. Und dann die GFs. Und dann Droh. Und der Typ ist down. Ihr seht, meine Charaktere sind so gut trainiert. Mit Stärke, vor allem Squall. Und ich komme schon manchmal in den Dialekt, weil ich zu viel labere. Aber ich labere trotzdem schön weiter, denn ich habe keinen Bock, nicht zu labern. Die geben eh keine XP, er gibt ein Edelschwert. Und Tombaby beherrscht eine Ability. Yes. Okay, ich hole mir wieder jegliche Belebung. Und das nächste ist dann Spezialtechnik.
dann die GIFs und dann Draw. Ich gehe wieder da lang. 10 Minuten haben wir noch. Da unten war der Typi. Also gehen wir jetzt nach oben. Hier lang, würde ich sagen. Mal schauen. Ich weiß, wie Diamant aussieht. Denn ich bin nicht irgendwie fälschlicherweise zu Diamant. Da ist ein Drohpunkt, den ich nicht ziehen kann, weil Droh noch nicht freigeschaltet ist. Da ist ein Speicherpunkt, an den ich nicht speichern kann, weil ich noch nicht Speichern freigeschaltet habe. Aber ich kann wiederbeleben, schon. Und hier bin ich. Hier bin ich falsch. Na doch nicht. Ich kann mit so einem Lift runterfahren. Das ist gut. Und ich verziehe mich von hier so raus. Denn ich muss den nächsten Gegner finden. Wo bin ich denn jetzt? Ich hätte eigentlich nur diesen komischen Kronentypi, den ich jetzt, dann hätte ich GF freischalten sollen. Am besten. GF hier vor diesen Stahlgigant. Wo bin ich denn jetzt? Irgendwo. Ich gehe einfach mal die Treppen hoch. Treppen hoch ist immer eine gute Idee. Ja, ich gehe, ich bringe jetzt alles da an der Wand dann. Ja. Ob es jetzt ein Gemälde ist oder ein was auch immer, eine Glasscheibe oder. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Gut, jetzt gehe ich geradeaus. Ja, und zum Thema, ich werde noch einen dritten Speicherpunkt hier machen. Da ich, bei dem ich eventuell bei Scheiße Bedarf die Omega Web besiege, aber das weiß ich nicht, ob ich das mache noch. Ich glaube, hier sollte auch irgendwo ein Gegner sein. Die Bodenluke ist beschädigt, öffnen, ja klar. Sehr schön, dadurch, dass wir jetzt den, da waren wir ja schon mal, als ihr erinnert, im ersten Part von da. Dadurch, dass jetzt dieser Kronleuchter runtergebümst ist, können wir jetzt da runter. Yes. Und hier irgendwo ist, glaube ich, ja, da ist er schon. Schaut, seht ihn. Die Trippelklinge heißt der, glaube ich. Hallo, hallo. Musem, der es wagt, das Siegel zu brechen. Bei denen hole ich mir jetzt meine Limit Breaks zurück. Limit Breaks. Ja, weiß nicht. Kann man so nennen, denke ich. Trippelklinge. Meiner Meinung nach auch nicht wirklich ein starker Gegner. Er benutzt gleich Blitzzauber. Elementangriffe, die gegen dich immun bin, werden gekontert. Ich benutze keine Elementangriffe. Glaube ich zumindest. Selbst wenn er mit irgendeinem. Oh nein, Trinefunke. Ja. Danke! Du ersparst mir Arbeit. Scheiße! Das könnte zum Problem werden. Ich werde zwar geheilt, aber er wird durch Squalls Angriff geheilt. Kann ich wegrennen? Ich will wegrennen. Aus dem einfachen Grund, es bringt sich nichts, ich kann gegen den Typ nicht kämpfen. Ich kann wegrennen und meine Kopplung nochmal umändern. Ich kann mit dieser Kopplung von Squall nicht gegen den Typ kämpfen. Denn wenn Squalls Angriff nicht wirkt, dann kann ich das vergessen. Also, Zauberkopplung. Ja, ja. Da das nicht funktioniert, der Typ ist voll Blitz. Habe ich andere Zauber noch hier? Nö, ich brauche nur. Egal, ist egal, scheißegal. Er ist einfach. Ein Feuer am besten. Habe ich keine Feuer? Ich will Feuer haben. Ein Feuer. Ich werde auch die Kopplungen. Ja, ich kann keine Abilities benutzen. Super! Ich werde hier die Zauberkupplung überprüfen. Aqua. Hat sie irgendwo Feuer gekoppelt? Sie hat aber, glaube ich, irgendwelche. Ja, sie hat aber, glaube ich, irgendwelche Feuer-Skills. Und die werde ich. Ich muss mal schauen, ob Urban nicht auch Bits gekoppelt hat. Ich glaube aber nicht. Na, der hat Eisgar gekoppelt. Die werde schauen, ob ich irgendwo Feuerzauber habe. Die Score geben kann. Tausch. Ja. Gravit gegen Stufeuerzauber.
Der hat anscheinend auch keine Feuerzauber. Nein, Aura hat der. Ne, das ist kein Feuerzauber. Aber ich glaube, Rinoa hat welche. Ja, 35 mal Feuerzauber. Sehr schön. Die hole ich mir. Ich glaube, der Typ ist, glaube ich, gegen Feuer schwach. Ja, ich habe gelesen. Ich habe ein bisschen da über den Endgang gelesen. Aber ich werde hier dabei Feuerzauber ausrüsten. Nur gegen den Typi. Denn, ja, ihr habt es gesehen, ich habe den mit Squalls Angriff geheilt. Da ich Blitz drinnen gehabt habe. Aber das gefällt mir überhaupt nicht. Gut, wir haben 4 Minuten. Und in 4 Minuten mache ich den kalt. Elementangriffe, gegen die ich immun bin, werden gekontert. Schön für dich. Sprich das. Trinefunke. Er will uns heilen, Leute. Ist der nicht freundlich? Ja, Leute, ich denke, das ist wirklich die beste Möglichkeit, seine Ultima-Kopplung zu nutzen. Und ihr seht, wir machen 9999 Schaden. Und der kontert alles, glaube ich, außer Angriffe mit Feuerkopplung. Und da kann mir nichts machen. Ich habe komplette Immunität gegen Blitz und dadurch, dass alle auch noch Erzengel oder sowas im Kopf gekoppelt haben, bin ich gegen alle Zauber außer die Non-Elementaren immun und heilen mich sogar zum Teil. Ihr seht, wir haben mir durch den Blitzzauber am meisten geheilt, da er sein Blitzgar bei Elab mehrere. Ja, so viel zu diesem Endgegner, den ich in 2 Minuten fertig gemacht habe. Ja. Spektakulär, oder Leute? Und wir sind auch noch schön voll geheilt worden für ihn. Er hat uns die ganze Arbeit abgenommen. Das nenne ich mal einen Gegner. Und deswegen, würde ich euch wirklich empfehlen, es wird zwar überall empfehlen, Ultima auf irgendwas anders auszurüsten. Und ich benutze keine Zauber, greift in den Spiel nur an. Eventuell notfalls GFs benutzen. Notfalls, sage ich nur, Leute. Aber benutzt keine Zauber. Ihr, und wenn dann nur die nicht gekoppelt sind. Ihr schwächt euch sonst natürlich nur. So, ich werde jetzt wieder Blitz koppeln. Ein Blitz, gell? Und da ich damit derben Blitzschaden machen kann. Und ihr seht, ihr schwächt euch damit nur. Und wenn ihr hier Ultima koppelt und Engel, habt ihr Immunität und werdet sogar geheilt. Wenn ihr 100 mal Erzengel habt für alle, kann man, ist anstrengend, war mir zu anstrengend, kann man aber haben. Ist nicht allzu schwer. Und ich werde hier auch dann statt Zauber, ich habe mal GF rein. Ich habe hier nur Zauber aus dem. Ich habe hier bei ihr, ich weiß nicht, muss schauen noch, warte, ich lasse Zauber drin. Was hat sie für Gräfs? Schieber Diabolos Leviathan. Ich habe nämlich vor, Doomtrame und Kaktor zu zeigen. Und Bahamut. Kaktor, Bahamut. Gut, ich werde bei den beiden. Hier, er hat EGF gekoppelt. Und bei ihm werde ich einfach statt Roh GF koppeln. Damit er, ja, ihr wisst schon. Gut, er hat. Mal schauen, kurz was. Ihr seht, Squall ist einfach nur Imba. Ihr seht, seine Angst, seine Stärke ist auf Max. Seine Treffergenauigkeit ist auf Max. Der Abwehr, also ihr seht, mit durch der Körper ist auf 212. Ist nicht ganz Max, aber fehlt auch nicht viel. Und Autohast hat er drin. Und bei Rinoa, ihr seht, ich werde auch vor dem Endgänger bei Rinoa noch was umkoppeln, denn sie hat ja noch im Moment Gegner 0%. Ich will nämlich keine Zufallskämpfe haben. Und ich denke, ich werde ihr Magie umändern auch. Weiß nicht. Brauche ich eigentlich nicht. Ich benutze keine Magie.
Und ja, damit ist der Part auch vorbei. Ich denke, ich glaube, das ist gut. Ich habe wieder was gut rübergehabt. Wir haben gut schön was geschafft. Und beim nächsten Mal können wir genau hier wieder weitermachen und zum nächsten aufbrechen, der hoffentlich eine größere Herausforderung für mich darstellt. Ich denke, Diamant wird eine Herausforderung sein, die anderen aber nicht. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.